Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 24. November 2014. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, wir hatten ja jetzt am Sonnabend war ja der Eintritt der Sonne in den Schützen und der Neumond. Das heißt, astrologisch gesehen ist hier schon in gewisser Weise hat eine neue Zeit angefangen. Die Sonne jetzt hier auf dem Weg schon in den dritten Grad des Schützen, fordert im Grunde von uns eine Bewusstseinserweiterung, ein tieferes Fokussieren auf Erkenntnisse, vor allem auf den Prozess der Selbsterkenntnis, aber nicht als Selbstzweck, sondern um daraus etwas zu machen, um daraus Aktivität zu entwickeln, eine Philosophie zu entwickeln, Bewegung zu entwickeln. Das heißt, trotz des vielleicht manchmal üblen Wetters jetzt und der frühen Dunkelheit sollten wir in der Schützezeit uns sowohl geistig wie körperlich etwas mehr bewegen. Das wird höchstwahrscheinlich auch stärker werden, wenn hier Merkur, der Planet, der fürs Denken und Kommunizieren steht, wenn der auch in den Schützen gewechselt ist, Merkur hier im 25. Grad des Skorpions auf dem Weg mit Saturn sich zu verbinden am Mittwoch. Wir müssen also bis Mittwoch aufpassen, dass wir die Schütze-Energie nicht durch negatives oder restriktives Denken schwächen, sondern dass wir unser Denken anpassen. Hier ist zwar nochmal analytisches und realitätskonformes Denken gefragt, also ein Denken, was sich auch an der Realität anpasst und nicht abhebt. Nichtsdestotrotz sollten unsere Gedanken nicht unser ganzes Wesen ausmachen, sondern als das gesehen werden, was sie sind, als ein Teil von vielen. Heute aktuell der Mond jetzt noch im Zeichen Schütze. Nach dem Neumond ist ein neuer Zyklus begonnen mit dem zunehmenden Mond. Also auch jetzt gilt es für uns, dass wir die Dinge in unserem Leben fördern sollten, die zunehmen, die wachsen sollten, vielleicht auch die etwas Neues beinhalten. Heute Nachmittag um 17:30 Uhr wechselt dann der Mond vom Schützen in den Steinbock. Zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr ist der Mond dann sozusagen im Leerlauf, da kann es zu gewissen Verwirrungen und Unklarheiten kommen. Dann ab 17:30 Uhr Mond im Steinbock, wo er bleibt, bis Mittwochabend gegen 8:30 Uhr wechselt er in den Wassermann. Der heutige Abend, also der Montagabend, deshalb eine andere energetische Grundqualität als der Tag, da mit dem Steinbock etwas ernster, realistischer. Die ersten Impulse des Neumondes sollen umgesetzt werden. Mond im Steinbock, immer eine gute Stellung, um Dinge zu tun, die eine gewisse Disziplin und Ausdauer erfordern. Nicht nur Puzzeln oder Steuererklärungen, auch andere Dinge sind hier denkbar. Also der Montagabend heute würde sich anbieten, vielleicht auch an irgendeiner Sache intensiv und konzentriert zu arbeiten. Ich wünsche uns allen mit dem Montag einen schönen Wochenstart und sage Tschüss, bis morgen.